Die Großwasserrutsche im Kufsteiner Freischwimmbad begeistert nicht nur kleine Kinder, sondern auch größere. Ich muss das unbedingt ausprobieren. Und während ich das teste, sehen Sie ein tolles Konzert. Mit Hits wie Hammer oder Monster haben Sie die Charts erobert und jetzt auch das Kufsteiner Publikum. Die Rede ist von Culture Candela. Über 4000 begeisterte Fans haben mit Culture Candela den Ferienbeginn gefeiert. Bis gleich. Schon tagelang hieß es ausverkauft für das heurige Schulschlusskonzert der Stadt Kufstein. Mit Culture Candela hat man offenbar genau den richtigen Geschmack der Jungen und Junggebliebenen getroffen. Ich habe das im Vorfeld schon gehört, wie der Name Culture Candela gefallen ist, sind die Jungen ganz narrisch geworden, da hat man gewusst, die Auswahl war richtig. Und ich habe die größte Gaudi, dass es das gelungen ist, mit dieser tollen Auswahl die Festung vollzubringen. Man hat gesagt, man will mit den Jugendlichen zu moderaten Preisen den Schulabschluss feiern. Und was gibt es Besseres als diese Kulisse und ein Riesenkonzert für alle Jugendlichen, für alle Kufsteiner? Also das erste Mal, seit ich jetzt da die Schulschlüsse mache, die Konzerte, wo ich eine richtige Freude habe, dass es so aufgegangen ist. Und die Gruppe zieht also mehr wie alle anderen und heute haben wir mal voll die Festung. Und welcher Song der Hip-Hopper aus Berlin gefällt den Fans in Kufstein am besten? Na, 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 na. Herzlich willkommen in unserer schönen neuen Welt. Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie sie diktiert sein. Monster, Monster. Fast so gut wie die Originale. Diese heizen ihren Fans dann so richtig ein und liefern eine perfekte Show, die keine Wünsche offen lässt. Und um es abschließend mit den Worten von Culture Candela auszudrücken, das heurige Schulschlusskonzert der Stadt Kufstein war einfach der Hammer.